Elex-Sucht. Sie hat mich erwischt. Ich wollte gerade schlafen gehen. Und als ich schlafen gehen wollte, wollte ich weiter zocken. Und jetzt wird weiter gezockt. Es wird weiter Elex gezockt. Ich werde hier runterspringen zu diesem Turm. Dort ist eine Nebenquest. Was wir zurzeit machen werden, ist hauptsächlich die Duras-Missionen abgehen. Das heißt hier, hier. Dann hier rauf und dann ist hier schon sowieso die nächste fette Zone. Vielleicht mache ich mal, falls das doch zu anstrengend hier ist, mal eine Wüstenpause. Und hau mal in die Wüste ab. Aber die Wüste ist ja auch nicht leichter. Direkt auf ein Grab geflogen. Wenn dann nicht mein eigenes Grab. Und vielleicht sollte ich doch checken, wie eigentlich meine Frisur gerade ausschaut. Wurscht, ne. Weiter zur Mission. Ich meine, ich weiß schon, wer der Mörder ist. Oh. Und ich weiß schon, dass ich hier Abstand halten sollte. Bitte Abstand halten. Oh, hier waren wir früher gerade. Hier ist ein kleiner Kreta. Den können wir ignorieren. Da ist keine Bedrohung. Komme ich hier rauf wieder mal? Ich bin nur beim Blumenpflücken. Ich glaube schon, dass ich hier raufkomme, oder? Hopp, oh, Loot zuerst. Ich habe dich gesehen, Loot. Brauche die Heiltränke sowieso. Die Retten werden auch verkauft. Oh, ich sehe, es gibt einen Weg hier. Komm schon, Rey Skywalker. Ja. Typisch Rey Skywalker. Wohin als nächstes? Hier rauf. Okay, ich spüre schon meinen Tod. Nein. Was knackst hier unten? Irgendwelche Knochen oder was vom Unhold? Uff. Was alles für Wein und Gold. Mein Gold klingt so, als wäre es wert, aber ist es nicht ganz. Okay. Der Irgendwas mit Meteor hat Bogen. echt kaum etwas stehen lassen. Hey du schreckst mir die ganzen Viecher auf. Du bist wohl nicht oft in der freien Natur unterwegs, was? Doch, bin ich. Warum interessiert dich das? Ich will nur wissen, ob du mir in die Quere kommst. Das hier ist mein Jagdrevier. Solange du mir meine Beute nicht abspenstig machen willst, betrachte ich dich als meinen Gast. Und wenn ich es mir recht überlege, können wir vielleicht sogar voneinander profitieren. Natürlich nur, sofern dich meine Waren interessieren und du bereit bist, sie gegen ein paar Splitter einzutauschen. Zeig mir, was du hast. Weil Kriegsschwert. Nicht viel. Keine Elex-Tränke. Oh, nee. Du bist Jäger? Natürlich. Was sollte ich sonst hier draußen? Aber wenn dich die Berserker geschickt haben, Geron geht nicht wieder zurück in die Stadt. Warum nicht? Ein Leben unter dem Schutzmantel von Goliath ist ungefährlicher, aber hier bin ich mein eigener Herr. Also, was ist jetzt? Bist du nur hier, um zu quatschen? Ja. Ein Berserker wurde ermordet. Ach, wen hat es denn erwischt? Du bist recht stark für dein Alter. Immer an der frischen Luft. Das weckt Kräfte und Geron bleibt gesund. Warst du schon mal in dem Waldstück direkt vor Goliath? Es gibt keinen Ort von Edan, wo ich noch nicht gewesen wäre. Ich sag dir, das Fleckchen Erde hier unten ist für die Jagd am besten. Womit jagst du eigentlich? Es gibt nur eine einzig wahre Waffe für die Jagd, der Bogen. Alles andere gehört in die Schlachterei, aber nicht ins Jagdrevier. Das war eine dumme Frage. Er hat den Bogen am Rücken. Sein Name war Askor. Kanntest du ihn? Askor? Du meinst diesen intellektuellen Schnösel? Ja, den kenne ich. Nur weil er lesen konnte, hat er uns einfache Leute immer behandelt wie Dreck.
Der alte Warlord Ragnar hat ihm alles durchgehen lassen, als ich noch in der Stadt war. Ragnars Liebling, sag ich dir. Dem geht man besser aus dem Weg. Aber er ist tot, sagst du. Wann warst du das letzte Mal in der Gegend um Goliath? Ich bin schon seit Wochen nicht mehr dort gewesen. Wie viele Wochen genau? Etwa vor 2 Monaten. Hey, verhörst du mich hier etwa? Ja, aber du kannst der Mörder von Askor nicht gewesen sein. Ach ja? Und wie kommst du darauf jetzt so plötzlich? Du benutzt deinen Bogen. Askor wurde mit dem Schwert getötet. Aha. Na dann. Dann lass gefälligst diese dämliche Fragerei, klar? Yes. Was jagst du? Ich jage alles, was mir... Aber warum brauchst du eine Lehrstunde? Oh. Bring mir etwas bei. Sicher. Okay. Nein, ich kann nichts lernen. Warum schleichst du? Weil ich, was stillen will. Deine Munition, deinen Hammer. Stille alle Hämmer. Alle. Ja, mir fällt los hier. Ob die das mitkriegen? Besser speichern, bevor ich wieder einen Fight anfange. Sonst noch was hier oben? Krüge. Das zählt anscheinend nicht mehr zum Stillen dazu. Oh. Ups. Wo ist dein Gelehrter? Und du bist? Ich bin Lennart. Seines Zeichens angehender Meisterjäger. Zumindest wenn Meister Geron mir gezeigt hat, wie ich mit den großen Exemplaren fertig werde. Du verstehst dich also auf die Jagd? Sagen wir, ich übe noch und feile an meiner Jagdtechnik. Und was ist mit dir? Kennst du dich in der Wildnis aus? Nein. Ich bin die Wildnis nicht gewohnt. Nicht jeder von uns ist dazu berufen, ein Meisterschütze zu werden. Aber je länger du dich hier aufhältst, umso mehr wird die Natur dich lehren. Zumindest sagt mein Meister das immer. Wer weiß, vielleicht kannst du von ihm auch noch etwas lernen. Was hast du als letztes gejagt? Naja, Meister Geron und ich haben ein paar Viechern aufgelauert, die uns auf die Pelle gerückt sind. Wir konnten sie aufscheuchen, aber haben nur einen Teil von ihnen mit Pfeilen behaken können. Gerade als ich dachte, ich hätte den Rudelanführer im Visier, ist mir der Bogen aus der Hand geglitten. Wie hast du das denn fertig gebracht? Ich bin unglücklich gestolpert. Da habe ich mich wohl nicht besonders schlau angestellt. Jedenfalls haben die Biester dann Jagd auf uns gemacht. So viel dazu. Hast du deinen Bogen zurückgelassen? Natürlich. Ich habe sofort die Beine in die Hand genommen, als wir attackiert wurden. Dass man seine Waffe nicht zurücklässt, hat mir ja keiner beigebracht. Wenn du überleben willst, ist das die Grundvoraussetzung. Jetzt weiß ich das auch. Aber wenn dich so ein Vieh allein mit den Augen frisst, bist du denn zufällig noch länger hier in der Gegend? Meister Geron wollte mir bei der Suche nach meinem Bogen nicht helfen. Aber mir wäre schon daran gelegen, ihn wiederzubekommen. Ich habe schließlich keine Ahnung, wie man einen neuen herstellt. Die Materialien zur Herstellung findest du in der Gegend. Die Bäume der Umgebung liefern dir das Holz. Und deine Tiersehne sollte auch nicht schwer zu bekommen sein. Ohne Bogen sehe ich da schon ein paar Schwierigkeiten. Leinen geht auch. Naja, ich kann es ja mal probieren. Dennoch wäre es einfacher für mich, wenn ich meinen alten Bogen wieder in den Händen halten würde. Wenn du mir also hilfst, werde ich meine Beute mit dir teilen. Außerdem hast du mir damit aus der Patsche geholfen. Das ist viel mehr wert. Ja, genau. Ich treibe deinen Bogen wieder auf. Wenn du das tust, dann ist dir mein ewiger Dank sicher. Außerdem gebe ich dir neben meiner Beute noch ein paar Splitter. Oh, und das muss natürlich unter uns bleiben. Ich will nicht, dass Geron etwas davon mitbekommt. Wenn ich meinen Bogen erst einmal zurück habe, wird er sich damit schon abfinden. Also quatsch ihn am besten nicht darauf an. Wo genau hast du deinen Bogen verloren? Es ging alles so schnell, darum kann ich mich an die genaue Stelle nicht mehr richtig erinnern. Auf jeden Fall war es weiter im Norden, unterhalb Goliaths, in der Nähe der Felsen. Das ist keine große Hilfe. Naja, vielleicht hilft es dir, dass die Biester, die dort waren, mittlerweile weitergezogen sind. Das macht die Suche weniger gefährlich. Aber sind wenn mir sie noch nicht. Etwas einfällt, lass ich es dich wissen. Na, oh. Okay. Das ist hier. Wo ist der Bogen? Okay. Beim Unhold.
Beim Unhold, glaube ich. Bin mir sicher, Rey Skywalker wird ihn schon erledigen. Hallo? Darf ich dir Rey vorstellen? Nein? Passt. Okay. Dann ziehe ich weiter. Oh Mist. Okay. Ich weiß nicht, in was ich mich da gerade reinbegeben habe. Was sind das für... Alles noch. So. Ich wollte auch jetzt auf keinen Fall mit dir reden. Nein, nein, nein. Das ist das Letzte, was ich wollte. Es... Eine Wegrennmission. Hallo. Bin friedlich gesinnt. Keine bösen Absichten. Außer bei dem Kritter da unten. Das Viech, das kann ich erledigen. Oh, ich habe eine neue Waffe übrigens. Ein Motorsäger-Kettenschwert. Yeah. Okay. Wir haben die Mission gemeistert. Mit Mut, Courage, Cunning und schnellen Beinen. Oh. Wir haben nur einen toten Kopf gehabt. Hier, dein Bogen. Und in einem Stück? Sehr gut. Ich hätte Wochen gebraucht, um einen neuen anzufertigen. Du hast mir viel Arbeit erspart. Jetzt kann ich mich wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Das hier ist für dich. Es wird jemandem nicht gefallen. Ihm? Wer hat dir erlaubt, Lennart seinen Bogen wiederzubringen? Er brauchte ihn, also habe ich ihn geholt. Das war dumm von dir. Jetzt lernt er seine Lektion nie. Ich muss es leider so deutlich sagen, aber mit euch Fremden hat man nichts als Ärger. Bist du fighten? Du scheinst dir auf dein Jagdgeschick viel einzubilden. Natürlich. Nenn mir nur einen Typen, der hier draußen mehr erlegt hat als ich. Mit dem Bogen bin ich unschlagbar. Von Geron lernen heißt vom Besten lernen. Auch wenn nicht jeder dieses Geschenk zu würdigen weiß. Ich bin besser als du. Du, Kerl, willst mir den Schneid abkaufen? Tja, ich wüsste da etwas, wie du es mir beweisen kannst. Vor ein paar Tagen war ich mit Lennart auf Jagd. Auch wenn ich bis heute nicht weiß, was mich geritten hat, ihm das Jagen beizubringen. Jedenfalls haben wir einem Rudel Raptoren nachgestellt. Der Junge hat sich dabei allerdings so ungeschickt an... Entkommen sind wir zwar, aber seitdem lauern uns die Viecher auf und streunen in der Nähe herum. Dann solltest du dich darum kümmern. Alleine auf Raptorenjagd? Du bist noch grüner hinter den Ohren, als es den Anschein hat. Man muss verflucht auf Zack sein. Die Burschen sind gefährlich und können einen arg in Bedrängnis bringen. Denn wenn die Biester nicht bald das Weite suchen, muss ich wohl doch Hilfe aus Goliath holen. Ah, wir machen das schon. Wegen der Raptoren. Warum jagen wir sie nicht gemeinsam? Ich gehe nur mit Leuten auf Jagd, denen ich vertrauen kann. Mein Nebenmann muss die Stellung halten, wenn's brenzlig wird. Noch einmal so einen Reinfall wie mit Lennart kann ich mir nicht erlauben. Und da du meine Lektion für Lennart durch die Rückgabe des Bogens, solltest du aber doch noch einen Weg finden, ihnen den Hals umzudrehen, wird Geron dich zu entschädigen wissen. Oh. Die erledige ich im Alleingang. Dann setz mich noch schnell als deinen Erben ein. Egal wie stark du sein magst, das ist nicht nur gewagt, das ist lebensmüde. Lass dich überraschen. Oh. Interessant. Ich weiß jetzt schon, dass ich nicht stark genug bin.
Wir geben es einen Versuch. Vielleicht kann ich sie ja einen nach dem anderen rauslocken. Zu mir. Etwas da zum Looten. Da sind das viele. Oh. Das Biest kaufe ich mir. Ah, da kommen sie schon. Wow. Nicht glitsch. Ich kann mich schon killen lassen. Weißt du was? Ich glaube, da mache ich besser gleich eine Pause, bis ich den Klick gleich cutten kann. Versuch Nummer 2. Das sollte ich vielleicht mich in Sicherheit bringen, ein bisschen besser. Kommen Sie? Kommen Sie, kommen Sie. Doch, da kommt wer. Ray, mach dich bereit. Hey, gute Arbeit, Ray. Das wird gleich mal gequicksaved. Gute Arbeit, Ray. Vielleicht schaffen wir es doch im Alleingang. Da wird wieder rumgeklitscht. Zurück. Wie schaut's aus, Ray? Haben wir sie schon alle erledigt? Eine Pause gemacht? Glaubst du, dass du eine Pause kriegst hier? Der klitscht rum. Ich helfe dir, sagt er. Wow. In dem Baum, ich sehe gar nichts. Ich muss mal speichern zur Sicherheit, während Ray mich anhupt. Komm schon. Komm her. Gut getankt, Ray. Wir haben es tatsächlich geschafft. Okay. Anscheinend sind wir schon auf einem Level, wo man sowas riskieren kann. Das habe ich nicht erwartet. Dass ich die Chance langsam habe und das Spiel ein bisschen in den
Brief bekomme. Und was Interessantes außer Pflanzen. Schrott. Schrott. Nur Schrott. Das war doch was. Schrott. Sehr schön. Hey! Ich nix nutzlos. Ich hoffe, du hast da drüben ein Bett, wo ich drin schlafen kann. Und ganz alleine. Ray hat überhaupt nicht mitgeholfen bei den Raptoren. Wegen der Raptoren. Die lauern niemandem mehr auf. Jetzt kann Geron endlich wieder durchatmen. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Damit hast du dir meinen Respekt verdient. Dafür, dass mir die Biester nicht mehr mein Revier streitig machen, sollst du einen fairen Anteil an der Beute bekommen. Und der viel größere Verdienst ist, dass du mir gezeigt hast, dass manch einer da draußen nützlich ist. Das hätte nicht jeder geschafft. Ich will deinen Bogen. Was steht als nächstes an? Große Pläne schmiede ich nie, aber eine Sache gibt es dann noch. Die wäre? Ein frisch gebrautes Bier trinken. Es ist schon viel zu lange her, dass ich eines hatte. Nur müsste ich dafür nach Goliath und das möchte ich gerne vermeiden. Darum bleibt nur der Griff zum Wasserschlauch. So schlimm ist die Reise nicht. Meinst du? Aber was werden die Leute über mich sagen? Was sollen sie schon sagen? Geh hin, bestell dein Bier und genieß es einfach. Na schön, ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Bring mir etwas bei. Sicher. Warum schaue ich mir das überhaupt an? Ich will lieber in deinem Bett schlafen. Nein. Schlafsack, Schlafsack. Bitte kein Regen, bitte kein Regen. Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Ich lass dich gleich nicht mehr stehen. Gefährten. So, hier drüben ist das nächste. Da brauche ich nicht durch den ganzen Wald rennen. Dann nehmen wir den nächsten Weg. Hopp. Ich glaube, ich renne in die richtige Richtung. Ohne Jetpack wäre das Spiel nicht spielbar. Das wäre ein Fallout auch klasse gewesen zwischendurch. Ah. Wow. Das ist schon ein Raid. Dann schaffe ich das Combat zu timen. Was war das? Pflanze. Ach, da ist ein Trank, ich sehe ihn. Okay, hier rüber. In den Häusern vorbei. Das sind die Häuser, wo ich drinnen war. Glaube ich. Also wenn wir da nicht mal reinlooten gehen. Oh, wichtig, Setzerbrote. Damit der Typ dann nicht verhungern muss. Jetzt habe ich mich leider schon geheilt. Glaube mal irgendwie in das Kloberbier. Viel wichtiger. Elex in der Zeit voraus gewesen. In 2017 ist es rausgekommen. Oh, da unten ist ein Elex-Lager. Du. Schau, schau, schau. Da drüben ist ein Raptor. Den brauche ich mich nicht anlegen. Wieder besser speichern.
yes. So, Ding doch nochmal noch spielt da rum, oder? Da war irgendwo was. Oder ist es nur Ray zum am Quatschen? Nee, keine Lust auf diesen Fight. Ah, Schwefel. Okay. Dann halt nur zur Mission. Sorry, keine Lust zum Fighten, Gott. Oh. Nichts zu tun? Was? Wie? Ach so, hat jemand nach mir gefragt? Ich hätte gedacht, dass er tot ist. Warum gammelst du hier draußen herum? Naja, ich sag mal so, solange keiner nach mir ruft. Wenig ehrenhaft für einen Berserker. Hat dich Meister Thorald geschickt, oder was? Ehre, Gesetz, das ist was für Idealisten. Ich bin da eher Pragmatiker. Ist irgendwas Wichtiges? Denn wenn nicht, dann geh einfach wieder, okay? Okay. Du scheinst wohl ein ganz spezieller Freund von Meister Thorald zu sein. Nicht wirklich. Als er noch bei uns in unserer Stadt Goliath der große Boss war, hat er mich öfter zusammengefaltet. Wie auch immer, er ist jetzt auf Pilgerreise und ich habe hier draußen meine Ruhe. Ein Berserker namens Askor ist ermordet worden. Ja, ich weiß. Ich wusste irgendwie immer schon, dass es so weit kommen würde. Askors Ehrgeiz war noch größer als sein Leichtsinn. Er hätte auf mich hören sollen und hier draußen bleiben, anstatt zu versuchen, die große Karriere zu machen. Dann würde er sicher heute noch leben. Warum interessiert dich das eigentlich? Was hast du von der Sache mitbekommen? Nicht viel. Ich war hier draußen, als es passierte. Askor wurde ja in Goliath getötet und dann irgendwie in den Wald verschleppt. Woher weißt du das? Jeder weiß das. Der Mord geschah in der Nähe der Kriegerhütte, direkt in der Stadt. Es gab sogar eine Blutspur, die aus der Stadt in den Wald führte, wie sich später herausstellte. Dafür, dass du so viele Fragen stellst, bist du nicht sonderlich gut informiert. Dafür, dass du wenig damit anstellst, bist du recht kräftig. Mag sein, aber es will immer gut überlegt sein, wofür man seine Kräfte aufspart. Du kanntest Askor gut? Das will ich meinen. Er war mein Freund. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir beide schon alles zusammen durchgemacht haben. Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Für die Biester in der Gegend hier reicht's. Hast du die Leiche gesehen? Ich war früher schon öfter dort, wo sie Askor gefunden haben, aber seitdem... Also ich gehe da bestimmt nicht wieder hin. Höchstens noch in die Stadt. Ich war letzte Tage noch da, aber... Und wo gehst du hin, wenn du nicht hier bist? Ich gehe nirgendwo hin, wenn es nicht sein muss. Es ist so gefährlich hier draußen. Da ist es schwer zu entspannen. Und wo entspannt es sich so am besten? Nun, da gibt es einen Aufzug ins verbotene Tal. Da gibt es eine Stelle mit einem tollen Blick ins Tal. Da gehe ich manchmal hin und freue mich, dass es mir hier oben besser geht als den armen Teufeln da unten. Und? Und was heißt das jetzt? Dass du ein fauler Sack bist. Aber Askors Tod scheint dich sehr zu treffen. Natürlich. Er war mein bester Freund, du Schwätzer. Ja, und darum glaube ich nicht, dass du ihn getötet hast. Du willst mich wohl verarschen? Natürlich nicht. Wer sowas behauptet, der kann mich mal. Dein Freund Askor. Was war er für ein Mann? Unsere Eltern waren Freunde. Wir wuchsen quasi wie Brüder auf. Askor war kein einfacher Kerl. Er war ein Mann des Gesetzes und ihm war die Anerkennung der anderen Krieger enorm wichtig. Mit seinen Erfolgen hat er sicherlich so manchen verärgert und eifersüchtig gemacht, aber... Egal, vergiss einfach, was ich sagte. Vergessen? Eifersucht klingt für mich nach einem möglichen Motiv für den Mord. Eifersucht? Sehe ich so aus, als würde mich die Anerkennung der anderen Krieger interessieren? Leck mich doch. Oh, wo ist der Raptor hin? Wie weit ist das nichts entfernt? Uff. Oh boy. Okay.
Da war, glaube ich, yep, dieses Ding hier. Oh, komm, durchrollen, durchrollen durchs Wasser. Und rundherum rennen. Das machen wir das nächste Mal. Ich glaube, jetzt sollte ich schon stark genug sein. Aber zuerst machen wir diese Mission fertig. Ein kleiner Kritter. Bams. Oh, dann kann ich bald mal den Berserkern beitreten. Mein Wasser ist leer. Well, damn. Sie sind abgehört. Okay. Nee. Wir sparen uns diesen Fight. Und den Fight auch. Beide Fights spannen. Mein Ansprechtaste ist geglitscht. Warum glitscht alles, wenn Ray dabei ist? Ray? Was stimmt mit dir nicht? Komm schon, mach weg. Irgendwas Interessantes hier. Hat noch einen kleinen Loot-Lager aus. Ja. Ob da eine Höhle unten ist mit Feinden? Ah, ich sollte gar nicht schauen. Zur Mission. Eindeutig zur Mission. Ich bin gerade zu faul, um die Armbrust auszurüsten. Und diese Typen sind sowieso immer zart zu fighten. Sind einfach viel zu schnell. Also weiter. Nächste Hütte auf der rechten Seite. Da ist der fette Dome. Oh. Kritter. Wach auch noch. Das Einzige, was ich wirklich zerlegen kann. Was haben wir hier? Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. Sicher? Könnte vielleicht was Brauchbares sein. We check it out. Oh, Schwefel. Was ist denn? Propaganda. Das war nichts. Ich weiß nicht, ob ich da Unlimited Versuche habe. Das war nichts. Da gibt's doch irgendeinen Trick. Oh! Ray ist wieder durch die Wand geklitscht. Das war nichts. Was ist der Trick da noch schnell? Hacken. Acht. Größer als 5. 5 ist kleiner als 7. 7 ist größer als 4. Okay. 7 ist größer als 3. 5 ist größer als 2. Drei ist größer als 4. 4 ist größer als 2. Das muss dann 8 sein. Geht doch. Ja, für Klopapier. Alles für Klopapier. Wir tun alles für Klopapier. Alles. Ist irgendwo ein anderer Fight? Gegner? Oder ist einfach nur die Musik reingekickt? Wegen nichts und wieder nichts. Ja.
Gott sei Dank habe ich Hecken genommen, damit ich mir mein Klopapier holen kann. Das Wichtigste in diesem Spiel. Oh, ein toter Kleriker. Klerikerin tot. Sonst noch irgendwelche Loot hier. Ich glaube, hier war irgendeine Quest auch. Später noch. Warte. Wir müssen uns ja noch mit der Ratte anlegen. Diese Entscheidung war nicht leicht. Wenn ihr diese Nachricht abhört, sind wir schon lange unterwegs. Kalan ist die bessere Lösung, auch wenn ihr das anders seht. Geht in den Süden, wenn ihr glaubt, dort sicher zu sein. Folgt uns, wenn ihr eine Zukunft wollt. Wir haben den Untergang überlebt. Doch das hier ist kein Leben, wenn wir Angst haben müssen, von Gesetzlosen überfallen zu werden. Lebt wohl! Ich weiß gar nicht, was mich da angegriffen hat. Jetzt weiß ich, was mich hier angreift. Bam! Na, da geht doch mal was weiter. Die Klopapierkräfte haben mich stärker gemacht. Deswegen wurde es immer gelootet. Damit ich nicht so schwere Lasten mit mir tragen muss. Deswegen gibt es kein Weight Limit in diesem Spiel. Das unten ist ein Wächterherz. Da müssen wir doch runter. Yep. Okay. Das machen wir schnell. Dann ist Episode vorbei. Den nächsten verhören. Jo. Was geht ab? Du bist hoffentlich nicht gekommen, um hier Ärger zu machen, oder? Du bist hier der Wachposten? Ja, richtig. Ich bin Torgal, Wache des Weltenherzes hier. Und du wirst ihm keinen Schaden verursachen. Sonst gibt's was mit der groben Kelle, klar? Wo man auch hinkommt, die Drohungen werden nicht weniger. Woran das wohl liegen mag? Kommst du selber drauf oder brauchst du Hilfe? Ja, ruhig bleiben. Auf Fresse, Ray. Der Berserker Asko ist tot. Was sagst du da? Tot? Das ist... Wie ist das geschehen? Er wurde ermordet. Verdammt. Ich wusste es. Er war einfach zu ehrgeizig. Das nächste, der das sagt. Zu ehrgeizig? Das musst du mir genauer erklären. Askor wollte immer schon, seit ich denken kann, Krieger werden. Vor 3 Monaten war es dann soweit. Seine große Prüfung. Warlord Ragnar hat ihn, Duras und ein paar weitere Kandidaten geprüft. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber Askor hat es wohl offensichtlich nicht geschafft. Er hat sich nicht überanstrengt. Er wurde ermordet. Ja, eine Schande ist das. Askor war ein guter Mann. Du kanntest Askor gut? Offensichtlich. Ein aufgewecktes Bürschchen. Ich hätte ihn hier oben gut gebrauchen können. Wann hast du Askor das letzte Mal gesehen? Etwa vor 3 Monaten. Er sprach immer von seiner Kriegerprüfung. Er hatte sich wirklich gut vorbereitet. Du bist ein guter Nahkämpfer, schätze ich. Das will ich meinen. Vor meinem Schwert erzittern sogar die Alps. Wie lange bist du schon hier oben? Vor 3 Monaten war ich kurz in Goliath, um ein paar Dinge zu erledigen. Aber sonst bin ich hier im Hochland von Abessa. Hier oben kriegt man frische Luft und... Naja, die tiefen Wälder liegen mir irgendwie nicht. Warum nicht? Ach, ich weiß nicht. Es ist so beengend alles. Und nachts erst. Nein. Ich gehöre ins Hochland hier oben. Du bist offenbar unschuldig. Wie war das? Du hast mich doch nicht etwa gerade ausgehorcht, oder? Doch, aber du kannst der Mörder nicht gewesen sein, da du offensichtlich große Angst vor tiefen Wäldern hast. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Askors Leiche wurde in einem solchen Wald kurz vor Goliath gefunden. So ein Dreckskerl. Man müsste dem Mörder mal so richtig... Ich arbeite dran. Gut so. Hoffentlich findest du das Schwein. Wie ist die Lage? Na, sieh dich doch mal um. Dann kommst du vielleicht von alleine drauf.
Ein Weltenherz zu bewachen ist keine einfache Aufgabe. Und jedes Mal, wenn es einen unserer Leute zerlegt, schnürt sich mir die Luft ab. Schließlich zählt jeder Mann. Euer Posten sieht unterbesetzt aus. Ragnar, unser Anführer, hat mir eine stattliche Eskorte zugeteilt. Einige von ihnen habe ich mit einem unserer Setzer zu einem Hof in der Nähe der Kuppelstadt geschickt. Dort sollten sie ein paar Vorräte für uns auftreiben. Dass sie noch nicht zurück sind, verheißt nichts Gutes. Zumal es nicht angehen kann, dass Rock, also dieser Setzer, mich hier hängen lässt. Ich verstehe nichts von der Pflege eines Weltenherzes. Das ist seine Aufgabe. Ich kläre die Sache mit deinem Setzer. Ich wäre ein Idiot, wenn ich das Angebot ablehnen würde. Sei aber vorsichtig. Es muss einen Grund geben, warum er nicht zurückgekehrt ist. Zur Erinnerung, unterhalb der Kuppelstadt findest du ein Gehöft. Dort solltest du nach ihm suchen. Worauf sollte ich in dieser Gegend achten? Das weißt du besser als ich. Ich verlasse unseren Stützpunkt nur selten, denn nur die Palisaden bieten halbwegs Schutz. Wenn du allerdings im Dickicht überrascht wirst, sieht es meist anders aus, also sei vorsichtig. Verlass dich auf dein Gehör und schärf dein Auge, dann passiert dir nichts. Die Augen werden schon langsam müde. Episode vorbei. Tschüss.